Yo, hallo Leute, wenn ihr hier in diesem Video seid, werdet ihr wahrscheinlich aus dem Grund da sein, dass ihr euer Cape ändern wollt, beziehungsweise euer Optifine Cape, also ob ihr, wenn ihr das deaktivieren wollt oder ändern wollt. Und dafür geht ihr einfach hier oben in euren Browser, ich bin jetzt mit Google Chrome drin, geht in euren Browser, gebt hier ein, einfach Optifine, bei mir steht es schon da, .net, ist einfach auf Optifine.net, zack. So, und jetzt geht ihr hier, jetzt habt ihr hier diese Seite, es hat irgendwie nicht so viel Style, ist kein CSS drin, aber zumindest nicht so wirklich. Aber das ist ja eigentlich total egal. Dann geht ihr hier einfach auf Cape. Ihr seid ja irgendwann dann mal auf Donate gegangen und habt da Donated gespendet. Und jetzt gebt ihr hier eure E-Mail, braucht ihr nicht, also ich gebe einfach immer mein Username ein. Das ist in dem Fall Doto737. Dann gebt ihr hier unten euer Passwort ein. So, geht auf Login. Und jetzt müsst ihr kurz warten, das kann ein bisschen dauern oder auch nicht. So, und jetzt könnt ihr hier direkt auswählen. Erstmal euer Design, das habt ihr wahrscheinlich schon gemacht. Übrigens gibt es eine neue Funktion, und zwar die Banner-Funktion. Ja. Ich werde euch die jetzt einfach erklären. Und zwar könnt ihr dann auf diesen Banner-Generator gehen. Öffnet ihn einfach im neuen Tab. Mittelmausklick als Tipp. So, dann kommt ihr auf hier diese Seite. Und auf diese Seite könnt ihr dann sozusagen euer eigenes Optifine Cape erstellen. Und zwar könnt ihr jetzt hier einfach Templates auswählen. Meinetwegen nehmt ihr jetzt einfach hier dieses Mojang-Zeichen. Und dann wollt ihr irgendwie, dass der Schatten so stylisch ist wie bei Optifine. Oder auch genau andersrum. Je nachdem, wie ihr es wollt. Ich nehme jetzt einfach das hier. Ich drücke jetzt einfach irgendwas. Dann könnt ihr hier halt auch, wenn ihr gedrückt hält, also nicht gedrückt halt, einfach drüber hovert, könnt ihr dann hier die Farbe noch auswählen. Zum Beispiel will ich das Mojang-Zeichen rot und keine Ahnung, den Hintergrund so grün. Dann seht ihr, es läuft von grün zu weiß. Dann wollt ihr jetzt meinetwegen noch einen Rand haben. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Dann wollt ihr, keine Ahnung, vielleicht wollt ihr. Es ist eigentlich total egal. Wir nehmen jetzt einfach hier unten dieses schöne Ende, was da unten ist. Ihr müsst einfach immer draufklicken, um das zu bestätigen, und könnt dann hier später noch die Farbe ändern. Meinetwegen schwarz oder nehmen jetzt einfach dieses Blau. Oder gelb. Ja, stell mal gelb, das sieht cool aus. Es geht so. Auf jeden Fall, hier diese ganzen Sachen, was ihr dafür braucht, um das zu craften, interessieren euch eigentlich nicht. Euch interessiert nur dieser Link, ja. Den müsst ihr dann einfach kopieren. Steuerung C. Ganz normal, wie gewohnt, könnt ihr hier hochgehen und gebt es bei der URL, gebt ihr das dann ein, pastet das, klickt auf Reload und ihr seht, hier ist das Ganze. Allerdings habe ich rausgefunden, dass das Notch-Zeichen, das ist nicht Notch-Zeichen, sondern Mojang-Zeichen, dass das nicht abgebildet wird. Ich versuche es jetzt einfach mal mit dem Totenkopf, den ich jetzt gerade hier ausgewählt habe, und reloade das Ganze. Ihr müsst halt immer auf Reload klicken. Ja, den Totenkopf sieht man. Auf jeden Fall habt ihr jetzt hier euer Motiv und ihr findet das schön und wollt das so haben. Und dann könnt ihr noch den Hintergrund machen, falls ihr euch jetzt fragt, es gibt doch gar keinen Hintergrund. Das ist die Rückseite, wurde mir eben gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass das dann auch stimmen wird. Und dann sagt ihr, keine Ahnung, ihr wollt die Rückseite einfach in diesem Grün haben. Dann könnt ihr auswählen, wie beim normalen Optifine Cape, den Farbverlauf halt. Meinetwegen wollen wir das von Grün zu diesem schönen Gelb, was eigentlich überhaupt nicht schön aussieht, aber das ist ja jetzt eigentlich nur ein Beispiel. Wir machen das noch so ein bisschen weißer, so. So, das sieht jetzt total kacke aus, aber das ist ja eigentlich jetzt egal. Dann könntet ihr auf Save klicken, werde ich jetzt aber nicht machen, weil ich das nicht so schön finde. Auf jeden Fall, worum es geht, hier ist der Deactivate-Button. Den Deactivate-Button könnt ihr einfach klicken, so, den klickt ihr. Habe ich das einfach gemacht und dann seht ihr hier Cape deactivated. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich aus dem Minecraft rausgekickt, falls ihr noch drin wart, aber ich empfehle euch, dass ihr vorher leftet. Dann könnt ihr einfach auf Go Back klicken. So, und dann seht ihr hier, dass das Cape jetzt derzeit nicht aktiv ist, inaktiv. Dann war es doch eigentlich schon. Und dann habt ihr halt kein Cape mehr und könnt dann halt das Scrollscape benutzen. Ansonsten, ich will das jetzt aber wieder haben, dann klicke ich auf Activate und dann seht ihr, ich habe einfach direkt das Cape, was ich vorher mal designt habe, habe ich jetzt einfach direkt wieder. Und da war es jetzt von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, ich konnte euch helfen, und ihr wisst jetzt, wie man
euer Cape deactivated und wie ihr das mit dem neuen Banner funktioniert. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Guckt mal meine anderen Videos oder guckt auf jeden Fall, falls ihr das noch nicht getan habt, das vorherige Video mit dem Scrollscape ist zu empfehlen. Und deswegen sage ich dann ciao, bis später.